Wissen Sie, dass der Kanton Zürich der größte Weinproduzent der Deutschschweiz ist? Die guten Zürcher Tropfen müssen sich keineswegs verstecken und verdienen es, auch jenseits der Kantons- und Sprachgrenze Anerkennung zu finden. Die 5 Weinbaugebiete sind über die ganze Kantonsfläche verteilt. Die hier besuchten Regionen Zürcher Weinland und Unterland befinden sich ganz im Norden an der Grenze zu Schaffhausen und Deutschland. Am meisten angebaut wird der rote Blauburgunder, gefolgt vom weißen Riesling Silvaner. Das Mikroklima und die Bodenbeschaffenheit der einzelnen Lagen sorgen hier für große Unterschiede in Bouquet und Aroma. Wir sind hier im Rafzerfeld. Das ist das nördlichste Weinanbaugebiet im Kanton Zürich mit ca. 70 Hektaren Rebfläche. Wir sind die nördlichsten Ausläufer vom Jura. Das heisst, wir haben sehr kalkhaltige, tiefgründige Böden, was dann sehr filigrane Wein gibt. Im Zürcher Weinland haben wir eher schwerere Molassenböden. Und das gibt dann eher die kräftigeren, dunkelfarbigen Weine, die eigentlich sehr gut mit unseren harmonieren. Ein besonderes Juwel mit langer Geschichte liegt in einer Schlaufe des Rheins an der Grenze zu Deutschland. Wir befinden uns hier oberhalb vom Rebberg Korb. Im Hintergrund die bekannte Klosterinsel Rheinau. 7 Kilometer rheinabwärts vom bekannten Schaffhauser Rheinfall. Bereits Anfang 1. Jahrhundert haben die ersten Kelten hier aktiv Rebbau betrieben. Nach der Überlieferung ist Anfang 18. Jahrhundert das Kloster erbaut worden. Bereits wenige Jahre darauf sind die ersten Mönche ins Kloster eingezogen und haben ums Kloster herum die Produktion von Wein angefangen. Denn die Selbstversorgung ist natürlich im Vordergrund gestanden. Wer im Herbst durch die Weindörfer und Rebberge des Zürcher Weinlandes streift, trifft auf emsiges Treiben. In den überwiegend kleinen Betrieben ist die Weinlese Familiensache. Von der Großmutter zum Enkel, entfernte Verwandte und Freunde, alles trifft sich jedes Jahr zur Wümmet, wie die Ernte hier auch genannt wird. Werden später im Jahr die Tage kürzer und trüber, blubbert in den Tanks und Fässern der vielen Kellereien der neue Jahrgang seiner Vollendung entgegen. Die gemütlichen Riegeldörfer im Weinkanton Zürich sind mit ihren kulinarischen Spezialitäten einen Besuch wert.